Hallo Freunde, willkommen zurück zu Majora's Mask 3D. Das bricht gleich der zweite Tag an und ich werde einfach mal... oh mein Gott, der Bildschirm wird kleiner. Ich habe jetzt einfach mal Bock, meine Items zu ordnen. Es tut mir leid, aber ich habe irgendwie Lust dazu. So, den Bogen auf jeden Fall dahin. Dann, ja, Bomben zu Bomben, wa? Und auch das Pulverfass dahin. So, da... Da... Hier soll Platz sein für die Pfeile. Den... Ach, der, was noch kommt, soll dahin. So, halt... Zack. So. Yes. Und dann kommen hier noch zwei Flaschen hin. Ach, da wirst du erstmal... Oh, die Masken auch. Oh, Masken ordnen. Ja. Masken. Hier habe ich die drei Verwandlungsmasken. Alle sehr schick und so. Ja. Ja, okay, ihr habt recht. Das mache ich lieber mal offscreen. Ist okay. Ihr habt ja wieder recht. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen zur Gormanen, zu den Gorman-Brüdern. Und, obwohl, wartet mal. Nee, ich kann ja auch noch mal schnell was machen. Hier kann ich auch noch schnell, bevor ich da hingehe... Mit Romanis Schwester, mit der großen Schwester, gleich mal was abklären. Aua, hab mich gestoßen. So, okay. Na, wird schon sechs im An. Oh. Yeah, voll in der Luft. Dämmerung des zweiten Tages. Es verbleiben 48 Stunden. Ah, irgendjemand hat wieder eine neue Kiste hier hingestellt. Sehr schön. Alles klar. Seit um 6 Uhr morgens sind echt die beiden Geschwister hier schon in der ollen Scheune drinne und arbeiten schon. Mensch. Hallöchen, na? Oh, hallo. Ich möchte heute auch Milch in die Stadt bringen. Du bleibst hier und passt auf alles auf. Du willst doch nicht, dass die Kühe sich einsam fühlen, oder? Nein, Schwester. Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Hey, willst du mich begleiten? Heute Abend gegen 6 Uhr fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Sehr schön. Okay, das wird jetzt nicht eingetragen, aber ist auch nicht weiter wild. Gut, das haben wir erstmal geklärt. Dann wird die Schwester uns auf uns warten. Oh, 6 Uhr morgens, dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, ich stelle mir auch gleich nochmal den Wecker dafür. Ein bisschen rechtzeitiger natürlich, aber so, jetzt erstmal das Rennen mit den Gorman-Brüdern machen. Ja, ein Rennen erwartet uns. Und dann mache ich nochmal die beiden Spiele und hol mir noch Lotterie los. Ist ja klar. Oh, oh yeah. So, die müssen auch komplett neu in unser Buch eingetragen werden. Und wir haben schon rausgefunden, dass die wohl im Besitz einer Maske sind. Und Böses damit tun. So, was ist hier los? So, oh mein Gott. Die sehen ja aus. Da sind sie. Ist dieses mitleiderregende Klappergestell war dein Pferd, Mann? Ich habe gedacht, es wäre ein Maultier, du nicht auch, deiner Bruder? Glaubst du einfach, dass eine dadige Schindmähre galoppieren würde, nur weil du nach vorne drückst, Mann? Oder dass der Gaul deinen unförmigen Körper schneller bewegen würde, wenn du A drückst? Okay, spart sich, Mann. Warum gibst du uns nicht einfach 10 Rubine und du darfst dafür gegen einen Rennen machen? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du gewinnen solltest, haben wir auch einen Preis für dich. Ja, da mach ich mit. Das Rennen ist sehr einfach. Es geht nur über eine Runde. Reißt du als erster die Ziellinie, hast du gewonnen. Hüa, hüa! Bist du bereit? Oh Gott, diese Trottel, ey. Aber ist okay. Und schneller! Ja! Yeah. So, 2 gegen 1. Ey, die haben eigentlich voll die Esel. Wie doof. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Es ist alles in Ordnung. Die eigentliche Stelle zum Überholen kommt noch. Und man kann auch eigentlich sowas hier machen. Wenn man Bock hat, kann man die auch abballern. Aber das will ich jetzt nicht, denn ich bin am Verlieren. Ich muss schneller reiten. Und Abkürzung nehmen. Oh yeah, man. Ja, die Typen können wohl nicht springen. So ein bisschen wieder aufgestockt. Komm schon. Nein! Oh! Oh, wie fies! Ich hab doch gedrückt! Oh Mann, ey, das ist doch peinlich. Ich hab's nicht geschafft! Ist das lange her, dass ich das mal nicht geschafft hab? Oh mein Gott, wir haben gewonnen! Die Gorman-Rennbahn. Verkeckt. Verlierer-Jockey, du bist mit Epona gegen die Gebrüder Gorman angetreten und hast verloren. Na, du wirst gleich nochmal machen. Ja. Oh, das war ja blöd. Okay. Down. Let's go! Okay, also, ich muss halt echt aufpassen. Da, 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 da.
Oder ich baller die einfach wirklich mal mit Pfeil ab. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock da drauf. Meine kostbaren Pfeile. Mann, wie die mich immer ausbremsen, wenn ich die berühre. Okay, das war aber auch schon immer so. Da muss man echt aufpassen. Baller sie doch einfach mit einem Pfeil ab. Nö, das wäre zu brutal. Und das mache ich später noch. Was zur Hölle? Mann! Epona! Was machst du denn? War der ganz komisch? Habt ihr das gerade gesehen, Mann? Sie ist einfach dagegen gerannt. Oh, das kann ich doch auch schon wieder vergessen. Jetzt Top Speed hier. Hoppala, eins. Yeah. Oh, ich hab verloren. Oh, das ist jetzt aber echt bitter. Ja, was? Na, hast du noch mehr Geld? Ja, Mann. Ich will eure Maske haben. Auch wenn das nicht heißt, dass ihr dann aufhört, böse zu sein. Aber hey, was soll's? Es geht doch nicht. Ich kann die doch nicht abballern. Ich habe euch Mist erzählt, Leute. Glaubt mir nicht alles, was ich euch erzähle. Außer wenn es vielleicht stimmt. So. Hier vorbei. Quetschen. So, oh, dumm ist, die rutscht doch vom Circle Pad ab. Verdammt mich. So, komm schon. Yeah. Okay. Und doch mal rüber. Yeses. Okay. So, wieder schön aufgeheilt hier. Wow, Alter, voll durchgejumpt. Na, Platz, du Sau. Nein. Oh Gott. Okay, nochmal heilen, heilen, heilen. Los. Egal. Yeses. Wow, okay. Und zack. Jetzt habe ich aber wohl gewonnen. Ja. Ja, 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 ja! Versprochen, wir haben verloren! Hey, großer Bruder, sollen wir diesem Ding wirklich den Kerl hier geben, Mann? Etwas müssen wir ihm wohl geben. Aber er ist ohnehin nur ein Kind. Was könnte der Großteil damit machen? Oh, yeah! Du hast die Garo-Maske erhalten. Der umherirrende Geist der Ninja, des Ninja-Meisters von Ikana wurde dieser Maske. Boah, die sieht ja cool aus! Dafür darfst du keiner Seele was von einem erzählen, Mann, ja? Ey, Leute, die haben die Maske überarbeitet. Boah, gemeinsam mit Epona hast du die Gorman-Brüder geschlagen und die Garo-Maske erhalten. Ist ja cool. Und werden auch gleich eingetragen. Tada! Gebrüder Gorman, zwielichtige Pferdetrainer, sie leiten eine Rennbahn. So, tschüss, Mann. Aber ist noch nicht abgeschlossen. Nein, nein. Da kommt nämlich noch ein bisschen was. Aber erst gegen Abend halt. Ich habe mein Pferd zurückgelassen. Ach, den wird schon gut gehen bei denen. So, wir haben wieder eine... Alter, die sieht ja krass aus. Cool, aber macht aber auch Sinn. Das macht aber wirklich viel mehr Sinn. Da werde ich nochmal noch später drauf eingehen, wenn wir auch wirklich bei so einem Garo-Geistern sind. Das ist ja voll cool, ey, weil... Ach, das ist ja toll, doch, das ist schön. Was aber jetzt nicht so schön ist, ist, weil dass ich nicht weiß, wo der olle Typ ist. Naja, also der Typ, von dem ich noch eine Maske kriegen will. Ups, Verzeihung. Yeah! Oh, von der Luft abgebremst. Dorn! So, ich mache jetzt nochmal zwei kleine Spielchen. Oh. Und dann kann ich den Wecker auch wieder wegstellen. Und stellen wir den auf heute Abend. Ach, die zweite Mucke. Am zweiten Tag. So, okay, Mann. Warte, muss ich gleich mal. Den Mike am besten jetzt gleich mal sofort. Zeitplan. Wo ist denn die große Schwester? Wo ist die denn? Hier. Genau, hier bei ihr will ich mir einen Wecker stellen. So. Nee, noch vor der... Ach so, vor der zweiten Nacht auf jeden Fall noch. Na, komm schon. Zack. So. Ist ja am Tag, ne? Da sind wir ja gerade. Also ich möchte gerne, dass ich um 5 Uhr... Sagen wir mal um 4 Uhr Bescheid kriege. So, okay. Da-da-da-da. Ist das nicht schön? So, der alte Wecker wurde hoffentlich dadurch jetzt resettet. Oh nein, es ist Bombskip-Ball. Ich glaube, wir haben einen Besuch, Liebling. Ob das wohl ein Kunde ist, Schätzchen? Ach, hattest du nicht gestern schon eine perfekte Punktzahl? Möchtest du es nochmal probieren? Heute spielen wir Basketbombenball. Nicht wahr, Schätzchen? Ein Spiel kostet die Rubine. Wirf eine Bombe in jeden einzelnen Korb. Du hast so lange Zeit, bis unser Tänzchen vorbei ist. Sei vorsichtig, wenn du zu kräftig wirfst, fällst du herunter. Stimmt's, Schätzchen? Bist du ready? Lass die Mucke zocken. So, sollte wieder auf B machbar sein. Hoppala! Oh Gott. Hast du? Jawohl, das war ein Treffer. Geil.
Dagegen volle Kanne daneben. Ich kann auch auf A werfen, ne? Hoppala, so ist viel besser. So, hoppala. Stomp, stomp, ah, ist das schön, ey. So, und am dritten Tag ist das Spiel halt echt am einfachsten. Weil das ist Bogenschießen. Hoppala. So. Oh, der Farbe, der Farbe. Großzügig. Jo. Verdammt. Ich glaube, oh doch, getroffen? Ja! Perfekt. Ach, was freue ich mich. Hast du das gesehen? Das war perfekt. Wir werden unser Glück mit ihm teilen, Liebling. Noch ein Angelpass. Okay, sehr schön. Und, zack, das zweite Mal geschafft. Sehr schön. Du hast am zweiten Tag beim Basketbombenball auch gewonnen. Wie nervtötend. Zeig mir mehr von deiner Liebe. Ja, da gehen wir mal raus. Achso. Gut. Jetzt das Spiel mit den Dekus. Und dann natürlich noch ein Loskaufen. Ey, was ist los, Kleiner? Oh, ein Gorone. Lebst du in den Bergen? Warum ist Taya bei dir? Warum? Hä? Weshalb? Hä? Gibt's Probleme, Mann? Falls ja, sag unserem Bomber Bescheid. Hey, willst du was über die Bomber wissen? Ich weiß schon alles, Mann. Warum denn nicht? Weil ich Kick bekommt, Mann! Für das arme kleine Kind, ey. Voll geboxt. So, da wären wir auch schon bei den Dekus, aber nicht als Gorone. So, das müsste jetzt aber auch eigentlich schaffbar sein. Das Spiel ist etwas komplizierter geworden, aber dennoch schaffbar. So, dann wundert euch nicht, ne? Bis zum nächsten Part habe ich mal meine Masken neu angeordnet. Hui. Okay. Und wenn wir denn jetzt noch bis zur Nacht warten, werde ich dann halt wieder ganz normal versuchen, meine Quest an der Schädelküste weiterzumachen. Na, ihr Typis? Ah, Marcel-Kindchen, schaffst du einen weiteren Tagesrekord? Klar. Benutze die Deko-Blume hier. Viel Spaß. Viel Spaß. Schaffst du es innerhalb der Zeit alle Rubine? Ja. So. 1 Minute 15 wieder. Würden. Kurz mal gucken, wie ist überhaupt die... Alles klar, okay, das ist ja total einfach. Warte mal, da muss ich warten auf den, der mir entgegengefahren kommt, da der Blaue. Das reicht aus. Hoppa, yeah! Okay, Wow, das war knapp. So, da bin ich ein bisschen zu hoch geflogen. Hoppala. So, dann zu dem hier. Hui! Geil. Dann kann man jetzt einfach von außen nach innen sich arbeiten. Von außen nach innen und dann wieder von innen nach außen. Ist total leicht. So, vor allem das hier. Oh nein, was soll ich tun? Oh nein, was soll ich tun? Oh nein, upsala. Aha. So, da ist der. Okay, das ist sogar noch einfacher. Ihr merkt das schon, oder? So, hoppala. Ja. So, und dann... Nein, war jetzt ein bisschen... Nee, das schaffe ich nicht. Da lasse ich mir dann noch ein bisschen Zeit. So. Okay, Mann. Oh yeah. Das war's. Auch den zweiten Tag erfolgreich gemeistert. So. Oh, 46 Sekunden, der andere Typ da. War das ein neuer Rekord? Nimm dies. Oh, wieder ein Angelpass. Okay. Und Meister der Blume 2. Sehr schön. Du hast Rekord am zweiten Tag gebrochen. Du hast am zweiten Tag auf... Ja, okay, gut. Okay, schau mal wieder vorbei. So, ich glaube, ich weiß halt nicht, ob man das echt so... Das wirkt ja nicht so, dass man alle echt hintereinander machen muss. Ich glaube aber doch, weil sonst kennen die einen ja nicht. Ich, das ist irgendwie... Ach, ich mache jetzt nur am zweiten und später werde ich dann schaffe den dritten und so. Geht ja, glaube ich. Das wäre nicht gut. So, okay. Und jetzt noch ein Löschen. Ich kaufe mir jetzt noch ein Rubbellos. Dann habe ich alle Zahlen parat und dann kann ich bei den nächsten drei Tageszyklen an allen drei Tagen die Lotterie gewinnen. Und da müsste das Herzteil denn sein, was mit der einen Flasche das Herzteil getauscht hat. Das hat dann das Herzteil getauscht. Und dann gibt es wohl 7 Flaschen. Ich habe im Inventar auch genug Platz dafür. Weil ich weiß, was hier hinkommt. Ich weiß, was hier hinkommt und was ja hier hinkommt. Dann kommen noch 2 Flaschen. Also ein Platz ist noch frei. Und das wird eine Flasche sein. 7 Flaschen, also total geil. Hammer. Und das finde ich eigentlich in Ordnung, wie sie das mit dem Herzteil geregelt haben, dass man das hier in der Lotterie kriegt. Weil die Lotterie, als ehrlich, hat im Original ja nicht sowas von keine Beachtung bekommen. So, ich habe noch mal einen 10er. Ja. So, ich nehme einfach die Zahl 4 und 8. So, okay. Ja, danke, Mann. Und da dreht er sich einfach wieder um. So, ich hoffe, ich komme rechtzeitig hin. Wenn um 6 Uhr unsere kleine andere Mission da mit der Schwester von Romani beginnt. Ich weiß gar nicht, wie lange die ging.
Ah nee, so lange aber nicht. Bis 11 Uhr schaffe ich das aber noch. So, da muss ich kurz mal gucken. Sonst habe ich da so viel Zeit, wie ich will, oder? Insoweit habe ich da auch alles. Man hat schon viele Masken. Ey, die Garo war es richtig cool. So, aber ja. Ich glaube, wir können uns ruhig mal wieder ein bisschen auf den Weg machen, um ein bisschen bei den Soras wieder ein bisschen zu helfen. Oder wir können ja den Angelplatz mal suchen. Genau. Oder nicht? Hol mir erstmal ein Herzteil. Genau. Herzteil holen. So, zur Schädelküste. So, und diesmal will ich auch bei den Soras will ich unbedingt auch mal was machen, was ich sonst noch nie getan habe. Ich habe immer nur davon erzählt, ganz kurz. Das war ein bisschen, war ein bisschen lame, aber diesmal will ich es machen. Und zwar ein Foto. So, wartet mal kurz. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte mir ein Herzteil holen. Ganz easy peasy. Oh mein Gott! So, warum hat der Alte eigentlich seinen euren Love-Tester da? Mann, bin ich langsam. So bin ich schon schnell. Aber... Oh, hoppala. Okay. So, hier geht es nämlich noch weiter. Und zwar zu der Höhle der Soras. Wenn Sie hier weitergehen, finden Sie in der Bucht die Höhle der Soras. Und weiter am Strand entlang den Wasserfall. Genießen Sie die Schönheit des Meeres. Dann mache ich da glatt. So. Okay. Wow. Hübsch. Aber wo soll man jetzt hier angeln? Ey, ob man bei dem Typen jetzt hier auch was gewinnen kann? Ja. Mensch, das habe ich den normalen Schild noch. Ja, okay. Tschüss, Mann. Weil hier kann man ja auch richtig cool... Hey, du bist auch Mikau. Hast du eine leere Flasche von den Bibern bekommen, Mann, die oberhalb der Wasserfalle leben? Nee. Wie kann man den Fluss oberhalb des Wasserfalls wohl erreichen? Vielleicht kommt man an die Klippe, die irgendwo mit irgendeinem Werkzeug oder so hoch. Ja, klar. Weil ich will mal das Spiel hier probieren. Ey, Mikau, würdest du nicht gerne mal wieder deine Spezialangriffe ausprobieren? Ja. Muss ich gar nichts bezahlen? Dann probier's einfach mal aus. Die kann man nämlich, wenn man gut ist, wenn man gut zielt, mit einem Bumerangschlag alle kaputt machen. Verdammt. Ja, was ist los, Mann? Du hast wohl ein bisschen zu viel Zeit mit deiner Gitarre verbracht. Früher hast du es immer geschafft, alle Krüge beim ersten Versuch zu zerbashen. Du warst viel zu steif, wie jemand, der das noch nie gemacht hat. Verzeih, aber ich musste für den entstandenen Schaden 10 Rubine einfordern. Das Krugspiel. Man kriegt hier auch noch was? Du hast beim Sora-Krugspiel mitgemacht, aber konntest nicht alle Krüge zerbrechen. Was ist das denn? Sora an der Küste betreibt ein Spiel, mit dem man Krüge zerbrechen muss. Schaffst du es alle auf einmal zu zerbrechen, gebe ich dir was Besonderes. Versuch es ruhig wieder. Leute, kann ich hier etwa auch jetzt wieder was kriegen, wenn ich an jedem Tag... Obwohl, warte mal, ich probiere es gleich nochmal. Erstmal hole ich mir ein Herzteil. Das ist hier am Wasserfall. Und zwar unten im Wasserfall. Wow, ey, voll cool hier alles. Richtig schön. Oberhalb des Wasserfalls. Stromschnellen, Heimat der Biber. Ja, oberhalb des Wasserfalls. Und zwar, da müssen wir irgendwann mal hin. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Hoppala. So, und sinken. So. Also, okay. Ui, da wäre so ein komisches Vieh, was uns ein Herzteil gibt. So, wenn, vielleicht dann mal richtig absinken könnte. So, okay, ein Raumschleim. Stirb, Neo! Bam! Oh. So, Treffer, wow. Yeah, dann geht alles viel einfacher mit dem ollen Strom. So, alle getötet. Und her damit. Oh yeah. Bereits 3 Teile gesammelt. So, jetzt aber hoch. Dann ist der Part jetzt schon wieder gleich vorbei, aber ich probiere das noch einmal aus. Oh nein, ey. Aber wenn man da auch ein Herzteil kriegt. Es wirkt jetzt, warte mal, vielleicht ist es doch einfach so von wegen, man hat halt einfach die Möglichkeit, man muss es bloß einmal schaffen, werde ich halt gleich sehen, ob die Bombe kommt. Aber wenn nicht, ne, dann... Ähnlich wie bei der Lotterie halt. Aber bei der Lotterie würde ich jetzt echt sagen, da muss es ein Herzteil jetzt geben. So. Stups. Da muss ich eigentlich bloß den richtigen Ort für finden, ne? Habe ich überhaupt noch 10 Rubine? Ja, habe ich. So, okay, so, noch einmal probieren. Oder noch 4-mal, keine Ahnung. So, okay, und ich mache einfach mal so. Denn eben gerade ist er den ganz schön hochgeflogen. Yeah! Nein! Verdammt! Was ist los, Mann? Okay, ich muss also ein bisschen zurück. So, ich muss also... Warte, okay, ich stehe noch da, wo ich stehe.
Wartet ein bisschen zurück, muss ich. So, ich denke mal, das würde reichen. So, nicht wieder so hoch und ab dafür! Yeah! Nein! Verdammt, noch ein bisschen weiter zurück. Oder fliegen die davor oder hinter vorbei? Hm. Okay, wartet mal, schaffe ich noch. Ich will wissen, was der von mir will da. So, noch ein bisschen. So, jetzt aber. Okay, ich muss immer darauf achten, ob die hinter vorbei fliegen an den Krügen oder... Ha! Jawohl! Die fliegen immer noch hinter vorbei! Verdammt! Du bist viel zu steif, Mann! Steifer Typi! Ey, bin ich steif, bin cool. So. Okay, noch ein bisschen zurück. Oder fliegen die echt... Warte mal, muss ich mal... Bin ich bekloppt? Ha! Nee, jetzt fliegen sie schon davor. Okay, noch ein bisschen. Verzeih, aber ich muss ja... So, noch ein bisschen nach vorne, aber nur ein bisschen. Wartet, Leute. Ganz kleines bisschen. So, das müsste schon reichen. Okay. Das hat gerade richtig knapp ausgesehen. Hua! Ja, jawoll! Hervorragend, Miko. Du hast so ein Grinsen in deinem Gesicht, Mann. Du hast 100 Rubine. Und der Abzug von 10 Rubinen. Toll. Oh, und ist das jetzt einfach erledigt? Der Albtraum aller Krüge. Ja, erledigt. Du hast beim Krugspiel der Sora aller Krüge zerbrochen und als Preis 50 Rubine erhalten. So. Cool, Mann. Nö, abgeschlossen ist abgeschlossen. Tschüss, ihr Trottel. So. Damit ist der Part vorbei. Bum, bum, na, voll cooler Gitarrensound. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde beim nächsten Part bestimmt wieder zur Romani Ranch zurückgehen. Ja, flupp, aber erstmal nicht. Und okay, das war zum Glück doch nicht etwas, was man jedes Mal schaffen muss. Aber die Lotterie wirkt halt so. Die Lotterie wirkt halt wirklich so. So, nicht wundern, ich werde bis zum nächsten Part mal ein bisschen meine Items sortieren. Wundert euch nicht. Ey, ist das geil, was hier alles eingetragen wird. Das ist total cool. Macht richtig Spaß. Das Krugspiel. Hat sich Rubine gekriegt. Okay, aber Leute, speichern. Ja, nochmal, weiß nicht, hab grad vergessen, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Majora's Mask 3D. Ciao.